Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Ich bin die Mira und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem neuen Video. Ich stehe hier in der Küche. Quasi, ich wollte euch mal meinen Russenstein und Söhne, meinen elektrischen Kochtopf, ein bisschen näher bringen. Der steht jetzt vor mir und ja, ich mache natürlich mein Liebstes. Porridge mache ich, frischen. Und ich habe die Zutaten auch schon alle abgewogen. Ihr wisst ja, ich tricke ja immer noch meine Kalorien und wir sind am Abnehmen. Deswegen hier sind 100 Gramm Haferflocken drin und ich habe bekommen 100 Gramm auch Dinkelflocken. Ja, also mir schmecken eigentlich alle Flocken. Ich würde immer, also die billigen, die Fußbodenflocken, die reichen halt aus für 39 Cent. Die gibt es leider nur in Hafer. Die anderen sind halt alle ein bisschen teurer. Ich würde immer darauf achten, dass es keine Mischung ist mit Zucker und all den anderen Scheiß, den man gar nicht braucht. Dass es halt nur Flocken sind, weil es gibt auch ganz viele Fertig-Porridge-Dinger. Die kann man alle in die Tonne kloppen, weil da einfach viel zu viel Zucker drin ist. So, also ich habe hier 200 Gramm Flocken drin. Hier habe ich eine Banane. Die habe ich jetzt schon gematscht, sozusagen, damit sie sich gut verteilt. Die mache ich hier einfach komplett rein. Waren 97 Gramm von der Banane. Ich werde es nachher mal kosten, ob es süß genug ist. Und dann entscheide ich mich, also ich habe noch eine Banane im Kühlschrank oder ich habe auch noch Honig zu Hause. Und dann entscheide ich mich, was ich ranmachen möchte. Letztes Mal war es aber süß genug mit einer Banane. Wir wollen ja auf Zucker verzichten und diese ganzen unnötigen Kalorien. Und ja, Leute, das ist ein Riesenhäufchen Karotten. Die habe ich geraspelt, also wirklich ganz, ganz fein gemacht. Und Karotten, die werden ja richtig süß nach dem Kochen. Und ja, das ist ein ultra guter Füllstoff für Porridge. Ich habe das noch nicht ausprobiert. Und ihr wisst ja, ich mache immer dann gleich 10, 12, 13 Portionen Porridge. Mal schauen, was heute rauskommt bei. Und dann friere ich das alles ein, so in kleinen Tupperdosen, und dann nehme ich mir immer eine raus. Und wenn es scheiße schmeckt mit den Möhrchen, dann ist die liebe Cameron dran schuld, weil von der habe ich diesen Tipp. Und die verlinke ich auch mal, die macht auch ganz, ganz tolle Videos. Könnt ihr gerne mal rüberschauen. Jedenfalls, das sind 386 Gramm Möhrchen. Und die mache ich auch gleich am Anfang mit rein, damit die, also das braucht 40 Minuten, das Gerät macht hier alles komplett alleine. Und ich habe die Hoffnung, dass... dass man sie denn wirklich nicht schmeckt. Ja, was ich noch vorbereitet habe, heute das erste Mal, sonst hatte ich bis jetzt immer nur selbstgemachte Kokosmilch, also aus Kokosflocken gemacht. Diesmal habe ich aus Haselnuss gemacht und es schmeckt so richtig, richtig geil, muss ich sagen. Also schmeckt wirklich extrem gut, wie so flüssig Nougat, halt aber nicht süß und nicht schokoladig, aber total krass nach Haselnuss, extrem stark. Das sind jetzt hier, nee, Quatsch, Mehl, Zucker, 750 Milliliter. Und das kommt hier auch rein. Ja, jetzt habe ich ungefähr die Hälfte hier drin. Die andere Hälfte mache ich in ein, ein verschließbares Gefäß. Das ist dann im Kühlschrank noch eine Woche haltbar. Das benutze ich dann nämlich für meinen Kaffee morgens, wenn ich einen trinke. Dann passt es sehr, sehr gut. Ja, den Rest fülle ich mit Wasser auf. So, also jetzt sind hier nochmal 400 Milliliter Wasser einfach drin. Man könnte es zum Beispiel komplett mit Wasser machen, aber ich finde, es schmeckt ein bisschen besser, wenn die Milch so ein bisschen Geschmack hat. Früher habe ich das ja, naja, früher ist noch gar nicht so lange her, habe ich das ja immer mit Milch gemacht, Hälfte, Hälfte, auch diese 0,1er Milch zum Beispiel. Und ja, jetzt mache ich das ungefähr Hälfte, Hälfte mit der Milchalternative. Und das mit der Kokosmilch hat mir sehr, sehr gut geschmeckt. Das hatte dann immer so einen tollen Kokosgeschmack. Fand ich wirklich extrem stark. Und jetzt habe ich aber diesen unterschwelligen Nougat-Geschmack hoffentlich da drin. Das wird bestimmt auch extrem gut. Und ja, das war eigentlich schon alles. Also ich habe hier noch vorbereitet 1,3 Kilo Äpfel. Die habe ich geschält, weil die Schale mag ich nicht von Äpfeln. Und klein geschnitten. Die mache ich aber erst kurz vor Schluss dazu, also die letzten 10 Minuten, damit das nochmal schön umgerührt wird und die so ein bisschen warm sind, weil ich möchte nicht, dass es Apfelmus wird. Ne, ich möchte am Ende schon noch Apfelstückchen haben. Hallo. Achso, du, Entschuldigung. So sieht es aus. Das Gerät macht hier alles alleine. Wie ihr seht, das hat hier auch noch so ein Umrührding. Das ist super duper praktisch. Und hier ist alles drauf beschrieben. Also es hat, wie gesagt, 30 Funktionen. Und unter anderem Milchporridge. Das muss man auf jeden Fall auswählen. Seht ihr, das zeigt jetzt eine Stunde an. Sonst brennt es nämlich an, wenn man nur Porridge drückt.
Und ja, dann kann es losgehen. Dann drücke ich nochmal hier diesen Knopf. Und dann rührt er die ganze Zeit durch. Und jetzt sieht es noch ein bisschen möhrenlastig aus, aber in einer Stunde ändert sich das. Und ich schau mal, dass ich so in 45 Minuten, 50 Minuten, dass ich daran denke, die Äpfel rechtzeitig drunter zu tun. Und dann probiere ich noch einmal, ob irgendwie Honig oder Banane ran muss. Und dieses Gerät liebe ich wirklich. Also ich weiß, ihr könnt es jetzt alles nicht so gut lesen, aber das Gerät ist so, seitdem wir dieses Gerät haben, liebe ich zum Beispiel Reis, weil er immer perfekt damit wird. Was haben wir noch? Oatmeal natürlich. Man kann auch Joghurt damit zubereiten. Da müsste man aus der Apotheke aber diese Joghurtkulturen kaufen. Suppe, Pizza, Kuchen. Also man kann sterilisieren damit. Käse kann man selber machen, aber dafür bräuchte man auch die Kulturen. Barbecue, frittieren kann man damit auch zum Beispiel. Und Brot machen. Ja, also dieses Gerät kann wirklich quasi alles. Und dann stellt man das alles ein. Man kann das auch per Hand einstellen, aber hier sind die Sachen alle vorgegeben und es funktioniert halt auch sehr, sehr gut. Und dann hast du noch eine Anleitung dazu und weißt genau, was du machen kannst. Erst so ein Topf nochmal innen drin und darunter eine Heizspirale und dann kann da halt auch gar nichts passieren. Das Einzige, was ich halt an diesem Gerät nicht leiden kann, man kriegt den Deckel nicht ab. Also ihr könnt den hochklappen und wieder zuklappen, aber ihr kriegt nicht abmontiert und ich würde ihn halt einfach gerne in die Spülmaschine mal stellen und ja, das geht leider nicht. Ansonsten liebe ich aber dieses Gerät. Ja, und ich kann jetzt einfach weggehen. Also ich habe die ganze Arbeit einmal geschnippelt und gemacht und das Gerät macht jetzt alles alleine und der Porridge wird jedes Mal perfekt da drin. So, kleines Update. Die Uhr zeigt 12 Minuten und ich habe die Äpfel gerade reingelegt und ja, das Ding ist jetzt bis oben hin voll. Aber das schafft es auf jeden Fall. In 12 Minuten wird alles schön durchgerührt sein. Ich habe hier alles vorbereitet. In der Spüle steht der Abwasch. Aber es ist schon spät, Leute. Da habt ihr bestimmt Verständnis für. Und ja, der Topf ist jetzt bis oben hin voll. Und ich fülle es hier alles ab. Also, ich bin jetzt fertig. Ich habe es auch schon probiert. Der Tipp mit der Möhre ist wirklich Gold wert. Ist einfach ein richtig kalorienarmer Füllstoff. Und naja, also ganz wenig merkt man es natürlich schon, ne, dass es Möhre drin ist. Aber im Prinzip merkt man es eigentlich gar nicht und kann man auf jeden Fall seinen Porridge mit strecken und es noch ein bisschen gesünder machen. Und eigentlich, Porridge ist natürlich nicht ungesund oder so. Was, wo die Leute immer Fehler machen, sind ja, wenn sie sich 20 Toppings raufhauen oder sie bereiten sich einen Teller Porridge zu und machen dann zum Beispiel eine ganze Banane da drauf. Und dann hat es am Ende des Tages doch so viele Kalorien, dass sich das doch nicht mehr so richtig rentiert. Bezüglich gesunder Ernährung und kalorienarmer Ernährung. Und ja, diese großen Tupper-Schüsseln, das sind immer zwei Portionchen für mich. Das teile ich dann auf. Und hier diese kleinen, das ist immer eine Portion. Und ja, ich lasse es dann ganz normal erkalten. Und dann stecke ich das einfach in meinen Tiefkühler rein. Ich habe ja so einen großen 4-Personen-Kühlschrank. Und deswegen passt es da alles rein. Wir haben auch einen sehr großen Tiefkühlschrank. Und das ist halt eigentlich eine perfekte Frühstücksportion. Da ist der Teller sehr, sehr gut gefüllt. Und ich esse aber immer noch 100 Gramm TK Wildheidelbeeren jetzt dazu. Kaufland hatte ja nur diese Kulturheidelbeeren. Und ich werde jetzt auf Edeka zurückgreifen, weil die haben Wildheidelbeeren. Und die sind gar nicht so viel teurer. So, ich bin jetzt fertig. Hab alles verteilt schön, sind 19 Portionchen und ich lasse es jetzt noch erkalten und dann packe es in den Tiefkühler rein. So, guten Morgen, das ist heute mein Frühstück. Das ist noch eine alte Portion Porridge, die muss ich erstmal alle machen. Die von gestern habe ich jetzt erstmal eingefroren und so sieht das jetzt aus. Und darunter sind immer diese TK-Heidelbeeren und das hat hier reingepasst. Also so ein bisschen reicht halt komplett aus für eine ganze Mahlzeit. Mahlzeit! Leute, es hat gerade überkrass gehagelt und so sieht es hier am Auto aus, ist aber schon vorbei. Heute ist ja Samstag und der Ausog und ich, wir haben uns jetzt auf den Weg gemacht. Ja, wir haben ja heute Samstag, das heißt, heute können wir noch einkaufen gehen. Eigentlich brauchen wir, also im Prinzip brauchen wir nichts, aber
Meine geliebte Erdnussbutter ist alle. Das ist natürlich kein Zustand. Deswegen habe ich den Otto also genötigt, dass er seinen PC ausmacht und nicht mehr spielen kann und mich jetzt zum Afro-Laden fährt. Das könnt ihr aber alles auf seinem Video sehen. Also er dreht heute auch einen Vlog. Und deswegen rede ich da auch gar nicht mehr drüber. Aber ich freue mich über meine neue Erdnussbutter. Ich kaufe immer Erdnussmus, also aus 100% Erdnüssen. Gerösteten im besten Fall, weil mich immer ganz viele fragen, so, hä, das ist diese süße Erdnussbutter, die kannst du doch nicht auf alles drauf schmieren. Ja, doch kann ich, weil ich habe nur Erdnüsse. Also ich habe Erdnussmus ohne Zusatzstoffe, also keine E-Stoffe, keine salzige und keine süße Erdnussbutter, sondern ich habe wirklich Erdnussmus und das passt echt zu jedem Gericht. Ja, und jetzt ist der Ausdruck da, der hat eben noch Müll weggebracht bei uns. Da ist er. Ich wollte euch aber noch ein bisschen bequatschen hier auf der Fahrt. Hallo? Hi. Ich wollte eben noch erzählen, ich hatte ja ein Gewinnspiel gemacht. Ja. Genau, ich habe ja das McDonald's McFlurry Duschgel verlost. Ja. Und ja, es hat sich natürlich jemand gefunden, der gewonnen hat. Ich habe das Ganze ausgelost, fair natürlich, mit ja. Google. Wie hieß es nochmal? Ja, Random Number Generator. Genau, Random Number Generator. Ich spiele euch jetzt mal ein paar Insta-Stories ein. Da habe ich mich runtergeladen und dann könnt ihr das sehen, wie ich das ausgelost habe. Ja. Hallo Leute, schönen guten Morgen. Heute ist ja der 18. Das heißt, ich habe ein Gewinnspiel aufzulösen. Und das machen wir jetzt natürlich auch. Ich habe hier mein Video aufgerufen, wo die Verlosung stattgefunden hat. Hier habe ich mir die Kommentare durchgelesen. Alle Leute mit Hashtag Duschgel wandern natürlich im Lostopf. Der sieht so aus. Und ja, die zweite Sache war ja, man musste Abonnent meines Kanals sein. Öffentlich natürlich. Kann ich hier natürlich auch kontrollieren. Habe ich auch gemacht. Ich bin ja ultra korrekt. Deswegen sind jetzt nur noch leider zwei im Lostöpfchen. Einmal Nadine offiziell und Miss Butterfly. Die haben Nummern gekriegt. Und jetzt machen wir das ganz einfach mit so einem random Number Generator auf Google. Und ja, wenn ich hier drauf drücke, dann generiert er Nummern. Und ja, wenn ich jetzt hier nochmal drauf drücke, dann wissen wir, wer gewonnen hat. Miss Butterfly, herzlichen Glückwunsch. Du bist die Nummer 2, das heißt, du gewinnst. Ich schreibe dir gleich eine persönliche Nachricht und dann hoffentlich kontaktierst du mich. Und ja. Ich wollte dem Gewinner natürlich ganz, 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 ganz herzlich gratulieren. Waren am Ende natürlich nicht so viele, weil, ja, hatte ich in der Insta-Story, glaube ich, auch schon gesagt, öffentlicher Abonnent musste man ja sein. Teilnahmebedingungen nicht ausgefüllt, würde ich behaupten. Aber nichtsdestotrotz beglückwünschen wir natürlich den Gewinner. Und die Miriam hat ja gewonnen. Ja. Ich hatte ja auch reingeschrieben, man kann es sich persönlich abholen in Berlin. Und was soll ich sagen, die Dame ist halt einfach 600 Kilometer zu uns gefahren. Von Mannheim. Von Mannheim. Und hat sich ihr Gewinn rechtmäßig abgeholt. Ja, hat sich wirklich hier abgeholt. Ich muss gucken, hatten wir davon Fotos gemacht gehabt? Ich glaube, ja. Ich blende euch ein Foto ein, ja. Also von daher ganz herzlichen Glückwunsch nochmal. Von daher ganz herzlichen Glückwunsch. Hat uns auch gefreut, dass du bei uns warst und ja, das persönlich abgeholt hast. War wirklich sehr, sehr toll. Hat uns wirklich viel, viel Freude bereitet und Spaß gemacht. Aber beim nächsten Gewinnspiel, selbst wenn du gewinnen sollst, musst du natürlich nicht 600 Kilometer hinfahren. Also muss keiner. Wir schicken das natürlich auch zu. Was machen Sie da? Ich mache nur Blödsinn. Also wir sind jetzt wieder da und ich darf es nachher nicht vergessen, 16:30 habe ich ja die Premiere, also meine zweite Premiere. Also kiffst du mir denn dabei? Ja, ich gucke wieder mit. Ich schreibe lustige Kommentare für alle Zuschauer, dass die sich daran erfreuen können. Das ist voll unangenehm, wenn man Premiere macht und alleine da ist, oder? Aber beim letzten Mal waren relativ viele da, waren schon 22 war, glaube ich, der Peak, deswegen, ja, das war schon krass. Das finde ich sehr, sehr gut. Bescheid gesagt, die ich kenne. Sehr gut. Ja, 16:30 heute Premiere. Da muss ich nachher drauf achten, dass ich das nicht verpasse. Ansonsten könnt ihr mir gerne auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr von Premieren generell haltet, ob das doof ist oder ob das vielleicht cool ist, wenn man gleichzeitig dann mit dem Ersteller sozusagen des Videos auch chatten kann und sich unterhalten kann. Eigentlich finde ich es ganz coole Sache so. Und ja, ich esse heute meinen Rest von gestern. Das sieht ganz lecker aus. Was ist denn das? Nasi Goreng Pfanne mit Hähnchenfilet. Also ich denke, dass das ganz lecker wird. Ich finde das gut. Ja, wenn ihr mir auf Instagram folgt, ich habe gerade geteilt, Ozog und ich, wir waren ja kurz einkaufen, dass ich habe 500 Gramm Erdbeeren bekommen und die habe ich halt auch gegessen. 500 Gramm, aber nicht alleine. Habe ich bei den Erdbeeren mitgeholfen? Ja, 4 Stück hast du, oder? Ich habe die Reste jetzt noch aufgegessen gerade eben. Ja, und was die, ist das hier? Die, die ein bisschen sauer waren. Ja, hier ist die Pfanne. Ich muss noch fertig braten.
So. Ja, außer kriegt Fleisch. Ich hatte sich auch Fladenbrot und nur ungesunde Sachen hat er sich gekauft. Ich habe aber auch das da gekauft für dich. Ich habe neue Erdnussbutter. Und da freue ich mich besonders drüber. Das. Aus 100% Erdnuss. 500 Gramm kosten jetzt 2,99 und das ist ein unschlagbarer Preis. Gibt es nirgendwo günstiger. Nicht mal im Internet. Ja. Wir waren ja in diesem Punjab Afro Shop und da habe ich diese Sojasprossen noch gekauft. Und die sind so geil. Und letztes Mal bei Kaufland, ich habe die aus dem Glas gekauft und die sind dann immer so ein bisschen säuerlich eingelegt. Und die kaufe ich nur im äußersten Notfall, wenn ich jetzt was damit kochen möchte. Aber die sind hier frisch. 300 Gramm für 64 Cent. Ultra geiler Preis in dem Laden. Voll die Verkaufsempfehlung. Kann man echt mal reinmachen, wenn man sich zum Beispiel so eine Pfanne selber machen möchte. Ultra lecker. Jedenfalls, ich muss jetzt mein Video beenden. Das Essen von meinem Mann ist auch fertig. Das heißt, er will die Kamera loswerden. Und ja, ich freue mich natürlich, wenn ihr mich abonniert. Abonnieren ist kostenlos und ich freue mich drüber. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.